You must protect him, Amicia. Kapitel 10 – Der Weg der Rosen. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Tja, das weiß ich auch nicht. Und hallo und herzlich willkommen in der nächsten Ausgabe von A Plague Tale Innocence. Wir befinden uns jetzt endlich in der Universität nach der langen Reise, die letzten Folgen. Und, ja, wir schauen uns hier natürlich um. Es sieht natürlich so verwüstet aus wie auch in der Stadt. Vielleicht liegt hier oder das ein oder andere rum. Also ich ärgere mich immer noch, dass ich diesen Alchemistenwagen nicht mitnehmen konnte. Weil ich halt, ihr habt es ja selber gesehen, die Ratten halt nirgendwo hinbewegen konnte mit den Mitteln, die ich hatte. Und man hat echt, also für dieses Sprengen braucht man echt viel Material. Das ist das Problem. Und wir schauen einfach mal. Verschlossen. Zu. Ich hoffe, wir sind jetzt hier mehr oder weniger alleine. Also der Weg soll mit Rosen sein. Auch zu. Auch zu. Na, noch brauchen wir nicht schleichen. Auch zu. Okay, also ich gehe hier nur einfach alles mal ab, weil es wirklich wichtig ist, jedes Material, was man so aufheben kann, wirklich aufhebt. Weil ihr seht ja, wie viel Materialkosten man hat. Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Es wäre jetzt so gemein, wenn die jetzt hier irgendwas in die Schränke legen. Die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, sehr schön. Aber ich guck gerade mal, ob die noch irgendwas Gemeines hier in die... Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Schränke gelegt haben. Gehen erstmal nochmal in diese Richtung hier. Da sind wir hergekommen, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube. Das ist nur Licht. Ich dachte gerade schon, dass uns jemand belohnen möchte. Hier kommen wir auch nicht raus. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Okay. In den Schränken versteckt. An Geschenken oder Kuriositäten oder so. Weil das wäre jetzt echt fies, ne? Ich gucke gerade, ob sich hier irgendwas blinkenderweise auftut. Leider nein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Keine Ratten. Merkwürdig. Wir sind voll. Wir stellen mal ein bisschen was her.
So. Ein paar Steine. Ach, herrje, jetzt geht das hier wieder los mit dem Leise und... Müssen wir hier alles abgrasen? Ist der alleine hier? So aus, ne? Dann können wir den noch eigentlich umnieten. Gucken wir uns hier mal in Ruhe um. Sind wir jetzt hier alleine? Ich glaube wohl. Ich hoffe wohl. Guckt mal, jetzt haben die was in den Schränken versteckt. Aber man sieht es auch relativ gut. Also von daher braucht man sich da keine Sorgen machen. Halt. Aber nur eine Feder. Ich habe gedacht, das wäre so eine Schnur, die wir aufheben können. Alles klar. Also ich schätze mal, wir müssen nach oben. Da wir hier so einen tollen Wagen haben. Oh, von der anderen Seite verschlossen. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Wir müssen bestimmt hier irgendwo rein. Oder nicht? Oder doch? Oder wie? Oder was? Oder wo? Warte mal. Ich lass nochmal eben los. Halt. Ach, guck hier. Müssen wir das hinschieben. Ich Trottel. Na dann, zurück, Barschmarsch. Und dann schieben wir vorwärts. Und dann können wir auch nach oben gehen. Und auf. Ja, da können wir gleich durchgehen. Ich gehe aber nochmal hier lang. Guck an. Eine Truhe. Mit nützlichen Sachen drin. Können wir eigentlich jetzt... Oh, ich drücke jetzt mal den falschen Knopf. Verlängert die Wirkungsdauer von Odoras und Luminosa. Und Ignifer-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Das benutzen wir mal. Hm, nicht das schlecht. Auch gar nicht schlecht. Das sollte mir die Sache erleichtern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und weiter geht's. Ich hoffe, das geht alles gut aus hier. Habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Mutilera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Quatsch doch nicht dazwischen, wenn die reden, Mann.
So. Wir gehen wieder bedacht vor. Funktioniert zwar bei mir nicht immer, wie ihr wisst, aber ich versuch's. Der ist abgelenkt. Wir müssen uns nur um den einen kümmern da. Hört ja auch keiner die Schritte von uns. Oh oh. Die Schmantigen. Okay, du drehst dich um, dann kann ich hier weiter rum. Warte noch mal eben, bis der sich weiter umgedreht hat. Oh, da hinten liegen noch Sachen. Ich muss noch mal eben die Phase abwarten, bis der wieder nach hinten läuft. Oder bleibt er jetzt da? Hä? Bleibt der jetzt da? Ich sag euch, gehe ich jetzt los, dann dreht er sich um. Doch nicht. Dachte gerade schon. Jetzt dreht er sich um oder so. Okay. Wenigstens so. Kommen die Verfluchten. Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Ich hasse solche das Sachen. Das nächste, ne? Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Bleiben die jetzt da, wo sie sind, oder laufen die rum? Ich probier einfach mal mein Glück. Alles mitnehmen, was geht. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Okay. Ach, guck an. Da sind... Ah, da sind sie ja. Na, Ratten. Ich kann euch gut gebrauchen. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Hört der ja nicht, der hier vorne ist. Nein, das ist... Das hört man überhaupt nicht. Ist total leise. Wo denkt ihr hin? Das hört kein Schwein. So, was haben... Was ist hier? Ein Gänseblümchen. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Ein Gänseblümchen. Wir haben wieder ein Blümchen und keins verpasst, außer das eine. Gänseblümchen. Das Gänseblümchen steht für Unschuld und Reinheit und ist für seine strahlenden weißen Blütenblätter berühmt. Es wurde wegen seiner beruhigenden und verdauungsfördernden Wirkung in Aufgüssen verwendet und hat außerdem heilende Eigenschaften. Wegen des leichten, pfeffrigen Geschmacks seiner Blütenblätter verfeinerten sowohl adlige als auch gewöhnliche Leute damit gern ihren Salat. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wenn es denen geschmeckt hat, dann bitte. Warum schleiche ich eigentlich noch?
Ich muss nicht schleichen. Das wäre jetzt ein bisschen scheiße. Ach Gott, dieses Ding kam da vorbei. Wird es am Ende alles bedecken? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja, genau. Wir haben gewartet, bis ich durchgegangen bin, die Bücher, und dann sind die runtergefallen. Regalbretter mit den Büchern. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay, ich weiß auch, was ich tue. Nämlich euch mal eben zu dem Ding da hinten hinlocken. Ich dachte, ich habe was gehört. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig. Und dann werde ich mal eben die Lampe hier lösen. Zu sehen. Na gut. Und dann kriegen die beiden es gleich Spaß. Der eine geht rennen. Da habt ihr euch also versteckt. Nein. Boah. Boah. Ob ich ein Schwein gehabt, Alter. Warum? Boah, sowas finde ich dumm. Wieso der so dämlich? Oh oh. So richtig dämlich. Ich meine, kann doch sein, dass ich dämlich war, aber das war doch jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Sonst haben wir hier auch nichts, ne? Ne, hier ist noch Leder. Sonst liegt hier nichts. Okay, dann wollen wir mal. Damit die mir nicht in die Quere kommen. So. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Ja, ich glaube aber nicht, weil eine wirkliche Wahl hatten wir ja nicht. Also naja, alles gut, Amicia, alles gut. Immer schön einsammeln. Werkzeug. Gucken wir mal. Wunderbar. Tasche. Bietet Platz für bis zu 22 Materialien einer Art. Wir können aber auch hier die Behälter herstellen. Und ich glaube, das machen wir mal. Das sieht schon viel besser aus. Dass das verlängert ist.
So. Können wir jetzt bestimmt die anderen Sachen auch aufnehmen. Jawohl. Und das... Ja, schade. Das nicht. Okay. Dann geht's wohl hier durch diesen Gang weiter. Über unseren jungen Hugote ruhen? Senior Nicholas ist weiterhin... Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade abschauen, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell! Ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet... Folge dem Gefangenen! Da ist dann noch irgendwas. Was ein Spaten, ey. Nee. Okay, dann können wir nur diesen Weg gehen. Immer schön unten bleiben. Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss im Schach halten? Mal gucken. Solange wird es ihm sein Glauben erlangen. War da noch irgendwas? Nein. Okay, jetzt geht's gleich wieder leise und bedächtig weiter anscheinend. Da stehen. Stimmt, oder? Der hat was auf seinem Tisch liegen. Riskieren.
eigentlich auch ausschalten? Das interessiert mich ja jetzt mal. Ja, können wir. Was? Ich werde angegriffen! Hilfe! Ich such da drüben! Sie sind hier! Boah! Boah, hab ich ein Schwein gehabt jetzt, ey. Hat denn nicht so gut geklappt, wie ich dachte? Ihr Schweinebacken! Die bleiben schön da stehen und warten auf mich. Dann werden die eh ausschalten müssen, damit ich das einsammeln kann, was der hier vor der Brust hat. Okay. Weiter geht's. Er hat also die Tür gebaut. Ja. Und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Oh. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hören wir mal. Eine Kuriosität haben wir aufgehoben. Studie vom gehäuteten Menschen. Da Autopsien von der Kirche offiziell verboten sind, stecken Studien zum menschlichen Körper immer noch in den Kinderschuhen. Vom Ernst der Lage tief erschrocken verfasste Papst Clemens VI. Eine päpstliche Bulle, die es Ärzten erlaubte, die Körper der Toten zu öffnen, um die Pest besser verstehen und bekämpfen zu können. Leider folgten nur wenige Geistliche seinem Aufruf. Die meisten anatomischen Zeichnungen stammen daher aus Büchern des Orients. Ich kann's kaum erwarten. Was? Moment, was ist das? Ihr da! Schnauze. So. Haben wir ihn jetzt? Oder möchte noch irgendeiner aufmüpfig werden? Ach, der hat ja vielleicht was für uns, ne? Ah, ne, du nicht. Kann ich eh nicht aufheben. Ist ja toll. Dann nehmen wir mit. Boah, jetzt mal drücke ich den falschen Knopf hier. Immer noch auf mich. Ja, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Okay, warte. Haben wir hier noch irgendwas liegen? Nein.